Spiel für Klaus Bückle. 3:2 gewonnen, endlich. Ihre Meinung zum Spiel? Ich denke, es war ganz gute Mannschaftsleistung. Muss man der Mannschaft ganz großes Kompliment machen. Und ja, ich hoffe, dass der Knoten jetzt endlich geplatzt ist. Was hat Ihrer Meinung nach den Ausschlag gegeben, heute zur ersten Führung gegangen, danach wieder in Rückstand geraten und dann doch noch das Spiel gedreht? Wir haben uns vorgenommen, mit 1-0 in Rückstand in das Spiel reinzugehen. Und ja, und ich denke, da haben wir befreit aufgespielt. Jedes Mal, wenn wir in 1-0 hintergelegen sind, haben wir besser nach vorne Fußball gespielt. Und dieses Mal hat es Gott sei Dank geklappt. Nun persönlich, Ihr erstes Tor. Wie sahen Sie es? Ja, ich denke, es war mit Mühe und Not den Ball ins Tor getragen. Und ja, ich hoffe, bei mir ist jetzt auch endlich mal der Knoten geplatzt. Vielleicht mache ich das ein oder andere Tor. War dieses Jahr oder allgemein mein erstes Regionalliga-Tor. Und nun die Stimmung in der Mannschaft. Ihrer Meinung nach, kann man die mitnehmen? Jetzt Woche Training, danach die nächsten Spiele. Dürfen wir ab sofort immer solche Spiele erwarten? Na klar, hoffe ich, dass wir jetzt in jedes Spiel so reingehen. Und ich hoffe, wie immer, habe schon mal gesagt, der Knoten ist jetzt, denke ich, geplatzt. Und ich denke, jetzt werden wir Vollgas geben.